Vom Computerfreak zum reichsten Mann der Welt. Bill Gates lebt ein Leben, von dem viele Computergenies nur träumen. Gates verdiente seine ersten $20.000 als 14-Jähriger mit einem Unternehmen, das eine Messung von Verkehrsströmen entwickelte. 1975, noch im College, gründete er Microsoft und innerhalb von 10 Jahren dominierte das Betriebssystem MS-DOS den PC-Markt. Er beschreibt den langen, schweren Weg des Computers zum Massenprodukt. Microsoft kooperierte zunächst nur mit IBM. Doch Microsoft behielt die Rechte an MS-DOS. Gates glaubte, dass Nachahmer in hoher Zahl den Markt stürmen würden. Er hatte recht. Und viele lizenzierten MS-DOS. 1985 veröffentlichte die Firma Windows eine grafische Erweiterung zu DOS. 3 Jahre später wurde Microsoft Office auf den Markt gebracht. Als Geschäftsführer von Microsoft war Bill Gates auch für den Internetbrowser Internet Explorer verantwortlich, der die Firma in neue Höhen emporhob. Mit dem Erfolg kam auch die Kritik. Microsoft-Produkte wurden wegen Programmfehlern und Sicherheitslücken heftig attackiert. Ein Systemabsturz bei einer Pressevorführung. Gates scherzte, deswegen sei das Programm wohl noch nicht ausgeliefert worden. Die andere Seite von Bill Gates, sein soziales Engagement. So our program has a simple goal, to make vaccines you and I take for granted available to children regardless of where they live. Mit zunehmendem Vermögen zog sich Bill Gates bei Microsoft langsam zurück. Zusammen mit seiner Frau gründete er die Bill & Melinda Gates Foundation, die Projekte finanziell unterstützt, die von Regierungen nicht genug gefördert werden. Diese umfassen Kinderimpfungen, College-Stipendien und AIDS-Vorsorge in Afrika. Auch der Verbreitung von HIV hat er den Kampf angesagt. Gates ließ Worten Taten folgen und spendete mehr als $29 Milliarden seines privaten Vermögens. Er hofft, den Kampf gegen die Krankheit zu beschleunigen und zu revolutionieren. If we can discover these new preventative tools and deliver them quickly to the highest risk populations, we could revolutionize the fight against AIDS. 2005 wurde er von der englischen Königin Elisabeth II. Zum Ritter geschlagen.